Nach über einem Jahr sind wir nun zum Abschluss unseres Projektes gekommen und endlich können die 20 Stolpersteine verlegt werden. Noch vor einem Jahr hätten wir nicht gedacht, was für ein Aufwand die Recherche und die Organisation bis zur Verlegung der Steine erfordert und wie viel Zeit sie in Anspruch nimmt. Zuerst dachten wir, dass es reichen würde, wenn wir uns alle 2 Wochen treffen. Doch schnell stellte sich heraus, dass wir es so nicht rechtzeitig bis zur Verlegung schaffen würden. Und so trafen wir uns wöchentlich nach der Schule. Immer wieder recherchierten wir über die Familien. Doch manche Häuser waren in den Plänen falsch eingezeichnet und archiviert und so mussten wir erneut recherchieren. Zu Anfang hatten wir Bedenken, ob die heutigen Hausbesitzer überhaupt mit der Verlegung der Stolpersteine vor ihren Häusern einverstanden sein würden. Doch wir hatten uns geirrt. Diese Bedenken waren unbegründet. Wir bekamen fast nur positives Feedback. Die Stadt Kastlaun unterstützte uns von Beginn an. Schon der ehemalige Stadtbürgermeister Fritz Frey war begeistert von unserer Idee. Und auch sein Nachfolger Marlon Pröhr half uns, wo er konnte. Auch die Finanzierung war kein Problem, denn die Sponsoren hatten sich schnell gefunden. Für ihre Hilfe möchten wir uns noch einmal bedanken. Diese tatkräftige Unterstützung von allen Seiten zeigte, dass viele, so wie auch wir, dieses Thema nicht vergessen wollen. Unsere Stolperstein AG machte sich vertraut mit den regionalen Opfern des Naziregimes. Wir gründeten unser Projekt, um den Ermordeten wieder einen Namen und einen Ort, an dem man an sie gedenken kann, zu geben. Auch wenn noch immer Notwendigkeit besteht, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, haben wir gemerkt, dass viele Menschen daran interessiert sind, dem entgegenzuwirken. Und wir hoffen, mit unserem Projekt einen ersten Schritt getan und ein Zeichen gesetzt zu haben. Im Anschluss an die Verlegung für die Familie Katzenstein begleiten wir Gunther Demnig zu weiteren 5 Stellen, an denen Stolpersteine verlegt werden. Danach besteht die Möglichkeit, im Altstadttreff in der Eifelstraße Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen. Am 7. Juli 1942 erhielt Albert Katzenstein einen Brief von seiner Tochter Hilde. Liebe Eltern, ich hoffe, ihr seid gesund. Ich bin glücklich verheiratet am 9. Mai. Wir haben ein schönes Heim. Alle gesund. Küsse, Hilde. Am 25. August schrieb ihr Vater zurück. Herzlichste Glückwünsche. Willkommen als Schwiegersohn. Bist du aus Gränderich? Nächste Woche reisen wir fort. Können euch hoffentlich neue Adresse angeben. Alles Gute, bleibt gesund. Am 1. September wurde die Familie Katzenstein nach Theresienstadt deportiert. 4 Wochen später, am 29. September, wurden sie in Treblinka ermordet. Albert Katzenstein, 68 Jahre alt. Jenny Katzenstein, 65 Jahre alt. Walter Katzenstein, 43 Jahre alt. Ella Katzenstein, 40 Jahre alt. Betty Hirsch, Jahrgang 1903. Rosa die Hirsch, 69 Jahre alt. Irma Hirsch, 35 Jahre alt. Jakob Forst, 61 Jahre alt. Rosa Forst, 49 Jahre alt. Manfred Forst, 18 Jahre alt. Bella Forst, 14 Jahre alt. Hannelore Forst, 11 Jahre alt. Franziska Wolf, 60 Jahre alt. Ludwig Wolf, 57 Jahre alt. Ilse Wolf, 19 Jahre alt. Sigmund Forst, 63 Jahre alt. Heinrich Seligmann, 62 Jahre alt. Otto Löb, 37 Jahre alt. Hertha Löb, geborene Seligmann, 32 Jahre alt. Ruth Löb, 6 Jahre alt. So, wir werden, nachdem die Steine in der Marktstraße 22 verlegt sind, Gunther Demnig begleiten in den Spesenroter Weg, die Zellerstraße, Hasental, nochmal hier in die Marktstraße und am Schluss werden hier vorne die letzten Steine verlegt. Auch. Wir sind sehr erfreut über diese Resonanz hier, vor allen Dingen auch über die Unterstützung
von der Stadt, das wurde ja schon gesagt, von der Bevölkerung. Und ich denke, das hat Mut gemacht, weiter in Erinnerungsarbeit fortzusetzen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Pies, sehr geehrte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen sehr geehrte Schülerinnen und Schüler. Ich erlaube mir auch noch zwei Sätze. Ihr habt im Unterricht gelernt, dass es einen furchtbaren Unrechtsstaat gegeben hat, vor einigen Jahren, der so im Unrecht war, dass er willkürlich Menschen sogar ermordete. Und ich finde es ganz toll, dass ihr nicht nur diesen Unterricht erlernt und den Stoff dazu, sondern dass er daraus dann aktiv wird und sagt, da müssen wir was machen. Ihr habt gehört, dass der Gunter Demnig derartige Steine verlegt und ihr habt aus Eigeninitiative, vielleicht ein bisschen angestoßen von der Frau Pies, bei der ich mich auch ganz herzlich bedanken darf, etwas in Bewegung gebracht und ihr habt genau gezeigt, was notwendig ist dafür, dass so ein Unrecht niemals mehr aufkommt. Man muss sich kümmern, man muss sich nicht nur um seine eigenen Dinge kümmern, sondern man muss auch Anteil haben an dem Leid anderer. Und mit diesen Steinen, die der Gunter Demnig ja bundesweit verlegt, habt ihr den Impuls gesetzt, dass wir Castellauner zukünftig auch, wenn wir über diese Steine stolpern, in Gedanken kommen und uns überlegen, dass wir alles dafür tun müssen, dass es so etwas nie mehr geben darf. Ihr habt aber auch gezeigt, und das finde ich ganz toll, dass Demokratie lebt, dass wenn man mitmacht, dass man, wenn man eine Idee hat, ein Projekt vorantreibt und Arbeit hat, dass man dann auch an so ein großes Gebilde wie den Stadtrat einen Antrag stellen kann und dass dann aufgrund dieser Anträge Beschlüsse gefasst werden, die heute diesen Tag möglich machen. Vielen Dank für euer Engagement und ich denke, das Zeichen, das ihr gesetzt habt mit den Steinen, ist ein sehr, sehr großes. Das andere Zeichen, was ihr vielleicht unbewusst auch gesetzt habt, ist aber nicht kleiner zu bewerten, sondern mindestens genauso hoch zu bewerten, dass jeder Bürger, der aktiv am Leben seiner Gemeinde teilhat, mit Ideen tatsächlich die Politik vor Ort beeinflussen kann. Danke dafür. Danke.